Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Immer wieder lesen wir im Evangelium, wie Jesus seine Kritiker irgendwie auflaufen lässt. Da ist diese Geschichte mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, die ihn wieder einmal nerven, die ihm wieder einmal eine Falle stellen wollen. Und Jesus sagt, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Damit bereitet er nicht der Arroganz dieser selbsternannten Gesunden und Gerechten den Hof, sondern er sagt damit, dass wir alle der Hilfe Gottes bedürfen, immer und immer wieder. Das ist aber auch kein Freifahrtsschein. Es reicht nicht zu sagen, naja, dann bin ich halt ungerecht oder krank, Jesus liebt mich trotzdem. Sondern es geht darum, dass ich gerade im Wissen um meine Ungerechtigkeit, um meine inneren Krankheiten erkennen kann, dass ich Jesu Hilfe brauche. Und wenn wir das alle tun würden, würde unsere Welt ein Stückchen heller werden. Wir würden nämlich alle in eine Richtung gucken, in die Richtung, aus der der kommt, der uns alle retten, der uns allen helfen will, der unser Arzt und unser Heiland ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, wir alle haben unsere Krankheiten, wir alle leiden unter unseren Ungerechtigkeiten. Hilf uns, dass wir uns bewusst werden, dass wir in allen Lebenslagen deine Hilfe brauchen. Und hilf uns, dass wir dich gemeinsam als deine Kirche, als dein Volk erbitten, dass du uns helfen mögest, gesund zu werden und heil zu werden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.